Wie geht es Ihnen, Herr Anschober? Fühlt sich das richtig an, was Sie machen? Fühlt sich das für Sie gut an? Ich habe letztens etwas gewagt und habe mir ein Interview in der ZIP 2 angeschaut mit Ihnen, obwohl es mich körperlich und psychisch sehr belastet hat, weil es so weh getan hat. Sie haben in jedem Satz Unsinn geredet. Sie haben nichts dazu gelernt, weder medizinisch noch juristisch. Kein Satz in diesem Interview hat einen Sinn ergeben. Jeder Satz hat mir gezeigt, dass Sie null Ahnung haben von dem, was Sie da reden. Wie fühlt sich das an, wenn man in der Früh aufsteht und weiß, man muss jetzt einen Job machen, von dem man nichts versteht? Man muss sich hinstellen und irgendwas spielen. Was Sie da spielen, das ist mir nicht ganz klar. Aber sonst, wie hat das passieren können, dass Sie als gelernter Volksschullehrer auf einmal Gesundheitsminister sind? Für Sie gibt es nur einen Weg, Herr Anschober. Rücktritt. Aus der Nummer kommen uns nämlich eh nicht unbeschadet raus. Die diskordanten Dinge, die Sie da erzählen, glauben Sie, wir merken das nicht? Glauben Sie, ein einziger Mensch in diesem Land merkt das nicht, dass Sie sich überhaupt nicht auskennen? Und dann habe ich eine ganz konkrete Frage an Sie. Seit Monaten jammern Sie uns die Ohren voll über die Intensivbetten. Waren Sie überhaupt schon mal auf einer Intensivstation? Kennen Sie die Auslastung der Intensivstationen so übers Quartal, über die Jahre? Nein, wahrscheinlich nicht, sonst würden Sie nämlich so einen Blödsinn nicht reden. Ich kenne Sie. Aber wieso haben Sie uns statt herumzujammern jetzt, dass die Intensivkapazitäten eng werden, was im Übrigen nicht stimmt, wieso haben Sie eigentlich nicht dafür gesorgt, dass wir mehr Betten haben? Ich meine, Zeit hätten Sie gehabt, Sie hätten es wenigstens versuchen können. Und ganz ehrlich, denken Sie mal jetzt, sagen wir 5 Jahre zurück, wenn zu Ihnen irgendjemand gesagt hätte, ja, wir haben jetzt ein Kapazitätsproblem in den Spitälern und ein Personalproblem, wir haben überlastete Ärzte, viel zu wenig Pflege und Gangbetten in Wien und in jeder Grippewelle wird es mühsam. Wenn dann ein Politiker gesagt hätte, ja, ich habe eine Idee, wir sperren die Wirtshäuser zu und die Fitnessstudios, damit wir ja auch Geld erwirtschaften können. Was hätten Sie dann gesagt? Sich umgedreht wahrscheinlich und wären gegangen und hätten sich, weil Sie unter Umständen ein höflicher Mensch sind, sich Ihren Teil gedacht. Glauben Sie, dass irgendein einziger Patient besser versorgt ist, dadurch, dass die Wirtshäuser zu haben? Ist eine einzige Pflegeperson mehr da, indem jetzt zum Beispiel die Fitnessstudios zu haben? Die Geschichte passt nicht zusammen, Herr Anschober, hin und vorn. Also bitte.